Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, wie ihr seht, wir sind gerade auf dem Weg nach Louisville. Einmal die Map auf. Ja, wir haben erst dieses Stückchen haben wir geschafft. Eigentlich wollte ich aufnehmen, wenn wir erst ja hier irgendwo sind, aber ich dachte mir, tschau, scheiß drauf. Okay. Erstmal ein recht schönes Dankeschön an die ganzen Abonnenten, die in der Kürze der Zeit dazugekommen sind. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ja, wie ihr seht, wir sind hier gerade im Umzugsstress und werden zusehen, dass wir jetzt dass wir nach Louisville fahren. Bin eben vorhin hier nur ein bisschen aus der Stadt draußen gewesen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Sets hier unterwegs sind. Wir haben jetzt gerade mal ein ruhiges Fleckchen erwischt, ja. Weil hier ist, außer Natur, gibt es hier eigentlich nichts. So, soweit das Auge reicht, ist hier ist alles frei. Hier auch. Wir sind am Wasser, ja. Übrigens, dieser Fluss hier. Ich mache nochmal die Map auf. Dieser Fluss hier, das ist der Ohio River, Leute. Ja, die Map, die ist nicht ganz hundertprozentig übernommen worden, aber dieses Fleckchen Erde, es gibt Louisville, gibt's, ja. Louisville in Kentucky, und wir spielen ja auch in Kentucky. So. Nach dem ganzen Hin und Her und nach dem Überlegen, oh Gott, das meine ich, ey. Oh, eine fette Horde. Oh, nicht festfahren hier. Wir haben uns natürlich das beste Wetter rausgesucht hier. Was wollte ich sagen? So, ja, nach dem ganzen Hin und Her überlegen, habe ich mich doch letztendlich für diese Karre hier entschieden. Wir hätten das Militärfahrzeug, das hätten wir nehmen können, ja, stimmt schon. Bloß, das Ding ist, das hat keine Sirene. Wir haben, das ist ein Sirenenfahrzeug hier. Und das wird uns nachher, wenn wir in Louisville ankommen, oder wenn wir vor den Toren stehen, das wird uns da definitiv zu nutzen sein. Guckt euch das mal an hier, ey. Was ist hier? Hier sind so viele... Krass. Außerdem, dieses Fahrzeug hier, das ist noch recht neu. Also ich versuche mein Glück, das auch relativ nicht groß zu beschädigen. Ich meine, das früher oder später müssen wir es beschädigen, ja. Aber ich will da gerne in einem Stück ankommen, ja. So. Aber wie gesagt, diese Strecke hier kenne ich nicht. Absolut nicht. Hat mir ein bisschen schlau gemacht, habe ich mich, ja. Aber wie gesagt, was jetzt hier alles passiert unterwegs, keine Ahnung. Ihr habt ja gesehen, das ist hier eine recht schmale Landstraße. Und hier kann hinter jeder Ecke kann eigentlich entweder eine fette Horde stehen oder Autowracks. Wir müssen echt aufpassen. So. Geradeaus, ne? Ja, immer geradeaus, genau. Geradeaus, geradeaus. Hier auch ein Autowrack. Ne, ohne Scheiß, ich habe mich richtig gefreut darüber. Wie gesagt, in der Kürze der Zeit noch ein paar Abonnenten dazu zu bekommen, ja. Und ich sehe das wie eine Art Gemeinschaft mittlerweile. Also, wir sind eine kleine, aber dafür eine feine Gruppe an Überlebenden, sozusagen. Aktuell 26. Juhu. Ja, aber egal, ja, scheißegal. Also wie gesagt, ich freue mich über jeden. Und ja. Ich freue mich, dass ihr da seid. Dass ihr den Kanal abonniert habt. Mal aufpassen hier. So. Fahren wir überhaupt richtig? Scheiße. Scheiße, scheiße. Nee, wir hätten hier runter gehen müssen. Das meine ich nämlich. Ich kenne diesen Weg nicht so hundertprozentig. Also. Aber wir sind ja Gott sei Dank nicht groß. Also, es ist ja ziemlich großartig. Riesig Verfahren haben wir uns ja nun nicht. Gott sei Dank auch, ey.
So. Hier hätten wir, geradeaus hätten wir gemusst. Es müsste, glaube ich, gleich nach links abbiegen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, hier steht auch noch ein. Da steht auch ein Sirenenfahrzeug, das ist aber demoliert. So, fahren wir denn jetzt richtig? Mal gucken. Jupp. Jetzt immer schön hier geradeaus und dann bei der nächsten Kreuzung nach links abbiegen wieder, okay. Ja. Ihr hört selber, ich bin etwas verschnupft, ja. Leicht erkältet, aber das, ja, scheiß drauf eigentlich. Oh nee, Mädel, du bist müde. Bitte nicht jetzt, ey. Das passt mir jetzt, passt mir überhaupt nicht, ey. Na, aber gut, sie hatte ja das letzte Mal, sie hat ja einen Albtraum gehabt. Ist dadurch natürlich, konnte dadurch nicht richtig, oh, das meine ich, ey, guck dich mal die Horde an hier. Konnte nicht richtig ausschlafen. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Wir können das ein bisschen unterdrücken, die Müdigkeit. Das geht, also Kaffee haben wir nun nicht bei, aber hier mit Vitamine geht das auch. Tabletten einnehmen. So, dann rauch bitte nur eine. So, wir haben auch schon mittlerweile 17 Uhr. Es ist 17 Uhr, wir müssen echt zusehen, dass wir da irgendwann ankommen. Also wenn wir da im Dunkeln ankommen, was ich auch glaube, weil wir wissen nicht, was hier noch alles kommt, ja, müssen wir dennoch immer noch irgendwo ein Plätzchen zum Schlafen uns suchen. Also, wie gesagt, ich habe mir da eine Location ausgeguckt und... Ach, ich habe mich... Eigentlich habe ich zig Locations habe ich mir ausgeguckt eigentlich. Aber ich... ich konnte mich dann letztendlich doch durchringen. Na. Genau. Konnte mich dann letztendlich doch durchringen, eine bestimmte Location mir auszusuchen. Die ist definitiv nicht in der Stadt, aber ich sag mal so, das ist... Das liegt an so einer... an der Abzweigung liegt das. In der Nähe haben wir da auch eine Tankstelle in der Nähe, wir haben einen Gunshop in der Nähe. Also wir können da eigentlich recht gut looten. Ja? So, beziehungsweise müssen wir auch zusehen, dass wir Base-Building betreiben. Also das wird richtig lustig werden. Es gibt echt eine Menge zu tun. Und es wird definitiv nicht langweilig werden. So, ich muss jetzt echt hier aufpassen. Bloß nicht blinzeln hier, ey. Ich hab immer Schiss, hier kommt irgendwas, ey. Worin donnern? Über 60 Meilen pro Stunde, also über 100 km/h. Ja. Das merkt man schon. Jawohl, hier ist die Tankstelle. Nice. Und jetzt müssen wir eigentlich nur diesen Highway hier entlang fahren. Ah, da kommt das Müdigkeitssymbol wieder. Das konnten wir ein bisschen unterdrücken und das werden wir auch, wenn wir Louisville sind. Ich glaube, du pfeifst gleich noch einer ein. Ich glaube, vergiften kann man sich damit ja eigentlich nicht. Hoffe ich doch. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ist einfach so. So. Da gibt es dann noch eine Geschichte, warum habe ich mich denn eigentlich nicht für das Militärfahrzeug entschieden? Ja? Ganz einfach, also vor Louisville ist ein riesiger Militär-Checkpoint und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine, Militärfahrzeuge gibt. Na? Wir haben hier jetzt den Luxus, dass unser Spiel gemoddelt ist und ja, davon werden wir natürlich dann auch Gebrauch machen, ne? Keine Frage. Bis jetzt scheint das hier echt reibungslos zu funktionieren, muss ich ja mal so sagen. Aber die Zombie-Dichte, je näher wir an Louisville rankommen, desto katastrophaler wird das eigentlich. Man darf gespannt sein. Jetzt müsste eigentlich West Point, müsste ich in der Nähe, wir müssen... Oh. Wir müssten in der Nähe von West Point sein. Alter, guckt euch das an. Oh. Uiuiuiuiui.
Ich glaube, wenn wir da oben ankommen, das Game, das wird maßlos überfordert sein. Mit den ganzen Sets, die wir pullen werden. Und wir müssen pullen. Na, sonst kommen wir nämlich nicht daran. Wir müssen ja drei große Hürden müssen wir ja nehmen. Guckt, oh scheiß die Wand an, ey. Guckt euch das an, ey. Ist das doll. Alter. Wow. Wow, sag ich nur. Jetzt ist es vorbei mit der Ruhe anscheinend. Jetzt geht's hier richtig ab. Krass. Einfach nur krass. Aber das ist nun mal, dass wir haben das Spiel auch verrückt eingestellt und... Also mehr geht schon gar nicht mehr. Der Zombie-Multiplikator ist auf 4 gestellt. Und... Mehr geht hier eigentlich schon nicht mehr. Oh Gott! Oh mein Gott! Das passiert, genau. Oh, fuck, Mann. Mädel, wie kannst du bei den ganzen Massen, wie kannst du da müde sein? Das erklär mir mal bitte, ey. Ich fahr auf den Gleisen weiter. Naja. Oh je, oder auch nicht. Oh, ein Hausalarm hier irgendwo. Oi, 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 oi. Ja, ja, die rennen da jetzt alle schön brav hin. Oh, oi, 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 oi. Heftig, heftig, heftig. Oh, komm, gib Gas, Mädel, gib Gas. Oh, oh. Oi, 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 oi. Oh, shit. Ich weiß nicht. Nee, 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 komm. Runter hier von den Gleisen, runter. Aber hier müsste, glaube ich, auch gleich eine Brücke kommen. Oder was ist das hier? Ach, ich kann auch nicht großartig anhalten. Scheiße, wo sind wir? Wo sind wir gerade? Die rennen jetzt alle Richtung Hausalarm. Guckt euch das mal an, ey. Ich will nur kurz auf die Map gucken. Ist das möglich? Einmal ganz kurz auf die Map. So, hier. Anhalten. Kurz auf die Map gucken. Lalala. Ach, wir wären fast... Ach, schon richtig. Doch, doch, wir fahren richtig. Hm? Boah, ja, ja, jetzt sind wir wieder interessant. Doll. Wir müssen echt aufpassen, dass wir selber nicht hier extrem panisch werden. Weil das könnte hier echt unser Untergang sein. So, auf der Brücke würde ich nicht fahren. Da kommen wir nicht durch, nee. Aber hier, das ist machbar. Guckt euch das mal an. Diese Massenkarambolage hier. Doll. Jetzt ist wieder alles schön ruhig. Mal sehen, wie lange. Ich bin gespannt, was da kommt. Das war eben gerade West Point. So, und West Point ist schon harte Pflaster. Das ist einfach so. Ja, ihr könnt euch ja aussuchen, in welcher Stadt ihr startet. Und West Point ist definitiv eine Stadt, die hat's in sich. Na? Das ist kein kleiner Fisch. Muldraw und West Point, finde ich, das sind schon Hausnummern. Das ist so. Und wir haben uns ja jetzt die richtig riesige Hausnummer haben wir uns eben rausgepickt, indem wir nach Louisville fahren. Meine Güte, ey. Bloß aufpassen hier, ey. So, aber das Schöne ist, am Militär-Checkpoint, da gibt es mit Sicherheit Zombie, also Soldaten-Zombies. Und die haben definitiv, die haben Waffen dabei, die haben vor allem große Rucksäcke dabei. Ja. Also wir könnten hier echt noch was reißen. Oh, du bist panisch, du bist müde, du bist alles, ey. Du hast Hunger. Toll. Krass, einfach nur. Ja, ja. Wir sind in der Nähe. Ist nicht mehr weit. Dass wir... Ah, ich will... Oh Gott.
will den morgen mal nicht vor dem Abend loben, ja. Obwohl, wir haben es ja mittlerweile schon abends. Gleich 19 Uhr. Ja, wir kommen da total übermüdet an, ey. Wenn wir da ankommen, also großartig, denn was reißen werde ich nicht, weil wir werden gleich mächtig zu tun haben, die ganzen Massen hier einfach wegzubullen. Ja. Also, ich glaube, wenn sie in einem Stück da ankommt, dann ist sie froh, wenn sie an der Matratze horchen darf, ja. Eine Runde pennen kann. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich so viele Sets hier hätte, ich würde nicht ein... Also, ich... Ohne Scheiß. Also, Schlafmangel... Ich glaube, das würde mich irgendwann in den Wahnsinn treiben. Wie gesagt, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Hungern und Schlafentzug, würde ich hungern. Ohne Scheiß. Ich kann hungrig ins Bett gehen. Wenn ich richtig müde bin, penne ich einfach. Das ist so. Na? Aber raubst du mir meinen Schlaf? Ja. Nicht gut. Kann ich ein richtiges Ekel werden. Das ist so. Bei manchen Leuten ist es eben, wenn die hungrig sind, die sind eben nicht... Ja, die können dann auch mal eben zum Schwein werden. Ja. Aber sonst sind wir ganz handsam. Das ist so. Alles gut. So, ich traue mich ehrlich gesagt nicht hier großartig anzuhalten. Hier noch Tabletten einzupfeifen, aber wir sind in der Nähe. Der, jetzt dürfte eigentlich... Oh, ich sag ja... Da sind die ersten Soldaten-Zombies mit Mucksack. Mit. Oh, geil. Ja, hier ist alles voller Soldaten. Wir sind. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Jetzt müsste gleich die Barrikade. Die Barrikaden müssten gleich kommen. Es sind alles überall Soldaten hier. Krass. Geil. Das heißt, wir dürfen pullen, Leute. Wir dürfen gleich pullen. Juhu. So, an damit und zack. Auf geht's. Mach hier schon mal welche platt. Haben wir nachher schon mal ein paar Rucksäcke. So, jetzt wird gepullt, Leute. Könnt ihr euch freuen. Ob wir das überleben, ey. Ja, komm. Vor allem hier vorne. Die können alle... Ja, kommt mal alle. Kommt mal alle da raus. Wenn hier Luft ist im Game, kann ich euch ja mal den geheimen Eingang zeigen. Hier gibt es nämlich noch einen zweiten Eingang. Da ist ein Loch im Zaun. Wenn irgendwann mal Luft sein sollte und ja, das Spiel es uns erlaubt sozusagen, dann können wir gerne mal diesen geheimen Punkt mal ausfindig machen. Ich weiß, wo der ist. Der ist hier nicht weit. Der ist hier nicht weit. Boah, ey. Ja, kommt. Jetzt die alle schön zusammentreiben. Das wird nochmal eine Herausforderung sein. Naja. Guckt euch das an, ey. Naja, ich will die da alle weg haben. Ja, toll. Naja, komm. Das meine ich nämlich. So sparen wir uns das ganze Gehupe. Ich meine, als hätten wir nicht genug Probleme, ne? Davon mal ab. Aber diese olle Hupe, die nervt einfach nur. Also, finde ich. Ich meine, das Geheule jetzt hier definitiv auch. Aber das ist irgendwie noch... Das hat irgendwie noch was, finde ich. So einen gewissen Charme halt. Ein typischer amerikanische Sirene eben. Ich finde die amerikanischen Sirenen, die finde ich irgendwie viel geiler als unsere. Ich glaube, mehr können wir auch gar nicht mehr pullen, oder?
Ja, es ist ein bisschen was bei rumgekommen. Ja, ja. Ey, was soll jetzt hier noch? Ja, wir haben hier alles gepult. Gut, 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 gut. So, dann werden wir, dieses Bündel mal wegbefördern, würde ich sagen. Ja, ja. Kommt mal schön mit. Immer schön mitkommen. Immer schön mitkommen. So ist gut, so ist brav. Ja, diese Folge hier, die wird mit Sicherheit auch wieder schön ellenlang gehen. Es tut mir leid an der Stelle, aber... dann ist es eben so. Vorne die Motorhaube hat ganz schön was mit... hat ganz schön was abbekommen, ey, muss ich ja mal so sagen. Die haben alle schön große Rucksäcke, ey. So hat das auszusehen. Finde ich gut. Naja, kommt mal alle schön mit. Schön brav mitkommen. Die locken wir hier schön raus. Schön weit raus. Jawoll, der ist auch tot. Hatten wir hier auch schon mal Möglichkeiten, wieder an Rucksäcke ranzukommen. Wir sind wieder ziemlich schnell unterwegs. Hier auch alles voller Soldaten, ey. Mach mal aus. So, das muss reichen. So, ich fahre jetzt einen Bogen. Die laufen jetzt eh alle in unsere Richtung. Ich fahre jetzt einen recht großen Bogen. Fahre hier schön an der Seite lang. Dann verläuft sich das irgendwann, hoffentlich. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich mich hier nirgendwo festfahre, ey. So, ja, ja, du. Alles gut, Mädel. Wir haben es geschafft. Entspann dich. Alles wird gut. So. Okay. Quatsch. Rüste dich mit deinem... Scheiße, wo ist der Vorschlaghammer? Wo ist der Vorschlaghammer, verdammte Scheiße? Ah. Ich dachte eben, ich dachte, den hätten... Oh, Gott sei Dank. Scheiße, noch eins. Also jetzt ging mir aber echt der... Jetzt hat aber echt der Stift hier mal gerade. Ohne Scheiß. Boah. So. Steig hier bitte ein. Oh, da kommt die ganze Meute. Ja, wir müssen jetzt zusehen, ey. Es müsste gleich... müsste gleich ein... ja, hier. Ja, haut da mal gegen. Das ist schon gut so. Ja, schön gegenhauen. Warum müssen wir uns die Arbeit machen? Müssen wir nicht. Die Zombies, die können das übernehmen. So. Die sollen da mal schön gegenholzen. Wir brauchen eigentlich lediglich nur ein bisschen hier umherfahren. Mehr eigentlich nicht. Und das können die Zombies übernehmen. Das ist gleich klein. Das ist gleich kaputt. Ja. Einfach nur schön im Kreis fahren. Na komm, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Schön dagegen hauen. Jawoll. Ja, danke. Vielen Dank. Ich meine, wenn sie nichts können, aber das können sie. So, und wir fahren jetzt hier durch. Tschüss. So, wie sieht es denn hier hinten aus? Zweite Hürde haben wir auch genommen. So. Mal überlegen. Alter, das ist gespritzt. Ja, hier.
Die hätten wir auch noch. Ja. Schön durchhauen. Macht mal schön kaputt hier. Kommen auch Sätze mit Rucksäcke uns entgegen. Ah, jetzt durch das Motorengeräusch. Ey, ihr sollt, das sollt ihr kaputt machen hier. Genau. Schön dagegen hauen. So ist gut. Ich weigere mich jetzt auch zu rufen, weil dann haben wir hier richtig Rumble in the Jungle und würden wahrscheinlich nicht mehr wegkommen hier. Das bisschen, was wird jetzt hier uns entgegenkommt, das können wir noch handeln. Das ist so. Das geht alles noch. Karre blinkt ja auch noch nicht mal, also von daher, ja, ja, schön dagegen hauen. Komm, du auch noch. Viele Hände machen der Arbeit bald ein Ende. Also. Na los, komm. Wir brauchen hier gar nicht aussteigen. Oh Gott, ey. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Jawohl, es ist, die sind durch. Durchgebrochen. Oh, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Kommen wir da durch? Oh, bitte, 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 bitte. Jawohl, wir sind durch. Leck mich am Arsch. Geile Scheiße. 21 Uhr haben wir jetzt. Was habe ich euch gesagt? Es ist abends, es ist... Ja, es fängt an dunkel zu werden. Und wir sind in Louisville. Krass. Geil. Gefällt mir. Nice. So. Das heißt für uns jetzt einen Schlafplatz finden. Ja. Weil ich... Ui, ui, ja, ja, es wird dunkel. Ich mach mal... Scheiße, nur eins. Ich mach mal die Scheinwerfer an. So. Shit, Alter. Guckt euch das mal an, ey. Was hier los ist. Und hier wollen wir pennen. Ich glaube aber, ich werde die Aufnahme an der Stelle beenden. Weil das geht, das ist schon ziemlich lange. Wir sind jetzt in Louisville. Boah, guckt euch das an. Ey, das Game, das ist maßlos überfordert. Das ruckelt richtig an einigen Stellen, ey. Doll. Oh. Ey, die ganze Kreuzung ist voll. Wow. Einfach nur wow, sag ich nur. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Zumal wir hatten auch noch nicht, wir hatten auch noch kein Helikopter-Event. Ja. Gut, aber das finden wir später heraus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.